Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir können gleich los weiterlegen. Krieg erklärt war und diese Einheiten sind ja auf dem Weg zu diesen Einheiten, um sie zu vernichten. Gut, da sind wir auf dem Weg hin. Das wird gleich laufen. So, was machen wir dann? Sind wir hier oben? Kolonisten, aha. Zwei Diplomaten sind auch noch verfügbar. Und Händler sind keine verfügbar, die sind unterwegs. So, 6 gegen 3. Achso, wir sind links und die sind rechts. Ich hätte jetzt gedacht, die kommen von da, dann wäre es umgekehrt gewesen. Passt aber. Ja, das ist schon durch. Dann gehen die wohin? Okay, dann kann man die auch verfolgen. Passt ja, der Weg ist der gleiche. Die werden wir aufreiben. Okay, was kommt hier? Wachsende Städte lockt Leibeigene an. Hat eine Grundsteuer. Okay, und da? Was ist die Folge? Erhöhte hat. Es hört sich so ein bisschen mehr an, als ob ich das zweite nehmen sollte, ne? Aha. Mhm. Leibeigenschaft erhöht. Bis 11. September. Oh, jetzt habe ich es angeklickt. Naja, ist okay. Gut, der zweite Kampf ist auch gewonnen. Dann besetzen wir jetzt dieses Land. Beraterplatz im Anfreien. Ja, das ist ja alles noch normal. Unruhen. Achso, da müssen wir vielleicht gegen die Unruhen was tun, ne? Okay. Wo sind die? Erstmal hier hin und das wollen wir erstmal zur Kernprovinz machen. Ich denke mal, das macht Sinn. Dauert zwar seine Zeit, aber das ist wichtig. So, hier geht's. Dann angriffstechnisch noch voran. Können wir denn da einen Frieden schließen mit? Nein, können wir nicht. Oder doch? Nö, Wert des Friedens ist 9. Gut. Dann arbeiten wir daran weiter. So, das ist klar. Können wir irgendwas machen? Müssen wir auf jeden Fall. Steuereinnahmen werden mehr. Hügel und Entwicklung, was ist das? Produktion steigern ist 0,03. 0,08. Jetzt ist gerade Abspeichern angesagt. Das ist jetzt nicht so entscheidend. Erstmal, wir brauchen erstmal finanzielle Mittel. 0,8, 0,3. Gibt es da welche, wo mehr und weniger ist? 0,8, 0,3, 0,8, 0,3. Und hier geht noch gar nicht, weil nicht Kernprovinz ist. Ja, das würde bedeuten, einer von denen ist es. War da gerade irgendwo eine Festung? Ja, ne? Hier, ne? Vor Level 1. Ich glaube, wir steigern da als erstes mal das. Und auch das. Gut. Da geht's noch weiter, aber das kann auch nicht mehr viel, nicht mehr lange dauern, ne? Bis wir das erreicht haben. Gut, Stabilität ist natürlich down. Prestige muss besser werden.
Ja. Nachschubmangel haben sie schon. Ja, was machen wir diplomatisch? Sollten wir vielleicht mit denen mal uns ein bisschen bessern? Ich glaube ja, das ist schon ein relativ großes Reich da. Da verbessern wir mal Beziehungen, ne? Zweiten Diplomaten brauchen wir, um hier gleich Frieden zu schließen. Dafür müssen wir das Land aber erst haben. Wer ist das da? Okay. Das. Alles Indianer. Gut. ...117 haben wir da. Ich glaube, wir können mal einen weitermachen, oder? Ja, 23 Wert des Friedens. Breitet sich irgendwer hier aus? Ich glaube noch nicht, oder? Cherokee. Im Süden. Wasserknappheit. Haben wir hier. Shawnee. Okay, war die schlechte Nachrichten, mein Häuptling. Deswegen noch trauen unsere Wolke sind nicht zu Stabilitätseinbußen. Na dann. Oh, wir haben einen neuen Häuptling. Verwaltung 2, Militär 4, Diplomatie 0. Okay. Okay, dann haben wir die Belagerung geschafft. Dann sollten wir doch jetzt einen Frieden schließen können. Ja. Dann wird das unser. Genau so ist es. Wohlauf, mein Häuptling. Annexion voller. Der Frieden wurde locker. Prestige. Unser Prestige ist dadurch gestiegen. Das ist ja schon mal was, ne? Okay. Ja, da haben wir unser Reich schon wieder vergrößert. Hier geht's voran. Das müssen wir auch zur Kernprovinz machen. Das dauert nur 19 Monate. Das machen wir auf jeden Fall. Wie lange dauert das da? Kann man das sehen? 27.01.1422. Das sind also noch 2 Jahre ungefähr. Ja, ich glaube, die ziehen wir erstmal zurück. Obwohl der Feind mehr auf da rechts sitzt. Ich würde das mal mehr in diese Richtung schicken. Sonst ist es ja eigentlich nicht so. Wir müssen aufpassen, dass hier diese zwei Länder nicht erobert werden. So. Was ist hier? Rebellenaufstand. Oh, 70% Maßnahmen. Mohikanische Nationalisten. Und wo sind die? Ich wüsste. Ist das hier vielleicht? Ich will's hoffen. Müssen wir niederschlagen, ne? Ja, das wird immer schlimmer hier. Müssen wir die Stabilität steigern? Machen wir mal. Und hier Maßnahmen. Raue Behandlung. Na, das Geld mache ich jetzt nicht, oder? Dann machen wir das nochmal. Dann sind wir da auf 1. Obwohl, das reicht noch irgendwie nicht, ne? Noch einmal Stabilität steigern, dann sind wir bei 0. Ich würde sogar noch einen gerne im Plus haben. Mache ich auch noch. So, Stabilität ist jetzt gesteigert. Ich will hoffen, das hat was gebracht.
Nationale Entscheidung verfügbar. Ist in Pause. Inflation kommt, diplomatische Macht gibt's. Und da 10 diplomatische Macht. Handelsregeln, da kommt man sich durch. Okay. Ja. Wie spielt denn die Geld keine Macht? 114. Wenn ich das jetzt inflationsmäßig steuer, dann habe ich hier jetzt 0,5. Ja, das ist ja noch alles halbwegs im grünen Bereich, oder? Machen wir gerade Pause. Wir wollen da jetzt mal durchgucken. Unser Land ist schon relativ anders weiterlaufen. Pause ist doof. So, wie sieht's hier aus? Nicht besser, ne? Müssen wir dann aufpassen, mit wie vielen Leuten die so anrücken. Dass wir das auch halten können, ne? Unruhen sind nur in 2 Ländereien. 12% und 11%, das ist aber weniger als diese 20, die wir zuerst hatten. Freien Beraterplatz ist klar. Ah, und dann gucken wir mal hier nochmal rein. Hellseher, als fundamentale Basis, interessant. Religiöse Opfer. Okay. Das Prestige wird ewig dauern, ne? Steigert sich zwar noch schon, aber ziemlich langsam. Was müssen wir hier machen? Stabilität weniger als 1. Dann müsste ich Stabilität verlieren. Okay. Was das bringt? Ich weiß nicht. Gucken wir hier nochmal rein. Können wir uns hier den Berater leisten? Nee, wir haben ja gerade mal einen Plus. Das müssen wir schon so lassen. Schon tendenziell zu überlegen, den hier wegzukicken. Aber den brauchen wir hierfür. Damit wir da auch mal hochkommen, ne? Gut. Die Beziehungen dahin verbessern sich. Ach, das ist ein wanderndes Volk hier, wa? So, nur aufpassen, dass sie nach uns wandern, ne? Sollten sie sich dann aber auch überlegen, was sie wahrscheinlich auch tun. Gut, gucken wir weiter durch jetzt. Frieden, Rivalen. Huron sind unsere Rivalen, das ist das hier. Naja. Geld ist klar. Können die Inflation senken, indem er 75 Administrative macht. Und da ist eine Kernprovinz erhalten. Das ist doch schon mal schön. Und zwar diese hier unten. Die bringt uns dann minimal Geld ein. Gut. Und das müsste sich ja dann hier auf das Deckel auswirken. Nicht viel, aber etwas. Gut. Weiter gucken. Handel. 2 Händler sind unterwegs. 0,42 ist ja auch nicht so schlecht. Ja. Überall 2? Nee. 1 ist da überall. Da müssen wir uns langsam hocharbeiten. Und das dauert etwas, ne? Gut. Hier geht noch nichts. Hatten wir schon. 80%. Ändert sich aber nicht. Hier sind es 40. Die sind mehr. Die in der Mitte sind weg. Okay. Wie viele Truppen? Oh, wir können noch eine Einheit mehr ausheben. Jetzt ist zu überlegen, ob wir das tun sollten. Tendenziell neige ich dazu. Alleine schon, weil die 80% da sind.
Okay, automatisch speichern gerade. Und das hier geht überall. 10, 10, 10, 10, 10. Überall kostet eine 10. Und überall 60 Tage, außer hier, da 141. Dann machen wir sie doch da. Okay, die ist jetzt auch eine Zauberprovinz geworden. Würde aber auch länger dauern. Bringt's also nicht. Schiffe. Flotteneinheiten gibt's gar nicht, okay. Zur Kernprovinz machen kann man nix. Missionar senden geht nix. So. Lokale Autonomie. Lokale Unruhen könnten wir da senken. Sieht's da aus? Oh. Hurrikanisch. Ich glaube, da müssten wir mal dran arbeiten, ne? Ich glaube, wir machen mal gerade eine Pause. Okay, da ist 100% erreicht. Die Norden abberufen. So, jetzt nochmal da rein. So. Damit ändern wir die Unruhen. Das will ich aber gar nicht. Das lassen wir mal so laufen. Was ist das? Kultur ändern. Okay. Die haben andere Kulturen. Interessant. Grundgebäude geht auch nichts. Sind halt Indianer, ne? So, und da haben wir die Entwicklung. Verwaltungsmacht. Tja. Ich denke mal, die ersten beiden sollten wir auf jeden Fall erhöhen, ne? Und da auch. Und wie ist hiermit? Haben wir genug? Machen wir auch auf 2. Alle. Auf 2. 2 ist Minimum, oder? Ja. Gut. Was sagt der Stadtsäckel? Wenn es denn ein Stadtsäckel ist. 1,23. Ja. Kein Ziel. Regiment rekrutieren. Wir haben keine Unruhen. Kernprovinz. St. Lorenz Golf. Bleiben 100% am Umschlagplatz. So, lass mal gerade ein bisschen laufen. So, die Einheit können wir jetzt darüber ziehen. Die sind weitergezogen, die. Die vereinbar. Gut. Passt. So, aber ich sag mal, von der Zeit her sind wir schon wieder lange unterwegs. Dann würde ich sagen, soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.